Ich glaube, dass Jamur ihren eigenen Vorstellungen und Werten treu bleibt. Das ist vielleicht das Geheimnis der Figur. Also sie hat ganz viele Sehnsüchte und weiß natürlich auch nicht immer ganz, wie man das alles lebbar machen kann. Also einerseits die Sehnsüchte, andererseits die Moral. Türkisch für Anfänger hat mich auf jeden Fall geprägt und mein Leben verändert. Ich bin plötzlich zur Islamexpertin und Integrationsbeauftragten mutiert, was mich vorher überhaupt nicht interessiert hat. Jetzt ist es so, dass beide Familien in den Urlaub fliegen und unterwegs abstürzen. Die Eltern werden gerettet und landen in einem Hotel und die Kinder sind dann auf der Insel und müssen miteinander zurechtkommen. Es ist im Grunde genommen in komprimierter Weise die Geschichte der Serie. So. Also anstatt die fehlende Wand, die es in Jamur und Lenas Zimmer gab, die ist halt die Insel. Hallo Agro-TV-Fans, heute startet unser neuer Film Türkisch für Anfänger in den Kinos. Mit guten Sprüchen, viel Strand und noch mehr Sex. Sex wollte ich sagen. Ja, sagst du im Film ja noch oft genug. Wir sehen uns!